Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Terranigma in Part 35. Ja, 35. Im letzten Part waren wir hier in Asterica und haben gesehen, wie Melina Roy und Fyder ausgelöscht hat. Mit den Worten, dass Menschen doch nur unwichtige Kleinviecher seien. Und sie als Göttin ja wohl mal mega der Oberburner. Gucken, was sie zu sagen hat. Ich habe genug von den Menschen. Wenn sie verschwinden, herrscht Ruhe. Genau das sagte sie, bevor sie Fyder und Roy ausgelöscht hat. Der Kelch hinter dir ist bis zum Rande gefüllt. Trink. Nein, ich will den nehmen. Ah, ich kann auch den da nehmen. Haha. Haha. Das Ende des Lebens ist banal. Was? Was ist geschehen? Oh Mann, was für ein Traum. Ja, was ist geschehen? Sind wir jetzt gestorben oder nicht? Das war wirklich sehr merkwürdig. Der Kelch scheint leer gewesen zu sein. Hm, komisch. Ich sehe schon, dieser Part wird wahrscheinlich relativ sehr cutscene-lastig. Wir haben jetzt 5 Mondsteine zusammen. Wir wissen ja, wo wir jetzt hin müssen. Zum Grab. Also zu irgendeinem wichtigen Grab. Jedenfalls sagte das Lord Kumari. Und wir machen uns einfach mal direkt auf den Weg, weil ich glaube, das mit den Städten können wir auch danach noch machen. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt Zwang. Das können wir immer noch machen, wenn wir nachher wieder hier sind. Weil jetzt wird noch einiges an Cutscene-Kram passieren. Und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und das ist ganz gut, dass das am Anfang des Parts ist, weil dann habe ich noch ein bisschen Spekulationsfreiheit. So, 5 Mondsteine, die möchten wir gerne mal anwählen. Aber wir möchten auch ganz gerne das Glückselixier trinken und das Abwehrelixier auch. So, ich hoffe, ich kann wirklich den Rest hinterher noch machen, sonst haben wir echt ein kleines Problem. Das hätte ich theoretisch mal gesehen vorher ausprobieren sollen. Pat hält den Mondstein hoch. So, jetzt leuchten die Augen bei dem Teil. Sieht aus wie eine Art Altar. So, wir halten wieder mal den Mondstein hoch. Und hier auch. Und jetzt kommt wieder so ein Mindfuck-Scheiß. Also ich versuche hinterher, ich sag, da kommt noch einiges, ich versuche hinterher mal vieles zusammenzuführen. Es wird wirklich sehr schwer. Aus dem Nichts ertönt eine Stimme. Sie klingt genau wie die von Pat. Du hast zahlreiche Abenteuer voller Gefahren überlebt. Viele Wunden hast du davon getragen. Doch der Tod besiegte dich nie. Weißt du warum? Weil du der legendäre Held bist. Ach was. Das bin ich in Schatten, oder was? Ich vertrete die Seite des Lichts. Du vertrittst das Schattenreich. Ach was. Du siehst aber dunkel aus. Ich bin wie du. Nur, dass du vom Bösen geschaffen wurdest und ich vom Guten. Unser Zusammentreffen war vorbestimmt. Die Wiederkehr Berugas hat die Balance der Erde gestört. Die Zeiger der Uhr der Weltgeschichte zeigen eine Zeit an, die es nicht gibt. Eine Zeit, die es nicht geben darf. Ist damit die 13 auf der Uhr gemeint? Ganz am Anfang, die wir gesehen haben, die Stunde 13? Ich werde dich nun vernichten. Doch du wirst wiedergeboren werden. Nein, du wirst mich nicht vernichten. Ich hau einfach ab. Du kriegst mich nicht. Ich bin mit meinem Schiff eh schneller als du. Haha. Nein, hey, ich kann mich nicht bewegen. Verdammt. Er hat mich getötet. Wir sind tot. Das ist aber zum Glück ein storybedingter Tod. Den brauche ich mir nicht auf meine Liste zu schreiben.
Kapitel 4 Wege des Schicksals. Na dann. Oh, wir sind zu Hause. Hey, wir sind in einem Schlafsack eingerollt. Sweet. Gaggel. Giggel, gaggel. Hä? Ach so, wir sind ein Kleinkind. Sweet. Ich dachte, wir liegen in so einer Isomatte eingerollt im Bett. Das wäre natürlich auch witzig. Oh, du bist aufgewacht. Was hast du denn? Seit ich dich im Wald gefunden habe, hast du noch nie so laut geschrien. Macht dir irgendetwas Angst? Weißt du, du erinnerst mich an jemanden, den ich einst kannte. Deshalb gab ich dir auch seinen Namen. Pat. Sicher hast du Hunger. Ich hol dir etwas. Sicher hab ich Hunger. Das weißt du doch gar nicht. Vielleicht muss ich aufs Klo. Oder ich möchte spielen. Oder ich möchte ein Haustier haben. Ein Pet. Ein P-A-T. Nee, halt, ein P-A-D. Nein, wie schreibt man denn Pet in? Ach, E-T-H, lol. Hä, halt mal kurz. Hey, du bist die falsche. G. Ah nein, du bist unsere. Bleib da. Melina, töte ihn. Ich befehle es. Deshalb sandte man dich aus Krysta in die Oberwelt. Tu es. Nun, da das Baby wehrlos ist, zögere nicht. Ey, die klaut uns einfach. Hey, hallo. Hey, lass uns da liegen. Hey, das war voll bequem. Hallo, hey, es gibt gleich was zu essen. Bist du blöd? Hallo, hey. Oh Mann, die hat uns einfach weggenommen. Das Kind ist Entführung, weißt du das? Darauf stehen lange Haftstrafen. Ich glaube, es stört sie nicht. Nanu, was ist passiert? Ein Baby kann doch nicht einfach verschwinden. Pat? Pat, wo steckst du? Ja, ich bin irgendwo rumgejingelt. Ich wurde entführt. Von der bösen Frau da. Melina, worauf wartest du? Töte das Baby endlich. Nein, töte mich nicht. Vergib mir. Nein, tu's nicht. Bist du in Ordnung? Wer bist du? Du siehst aus wie ich. Wer bist du? Und was machst du mit dem Baby? Hey, Fluffy. Vermaledeit, was tut sie hier? Melina, beseitige auch dieses Mädchen. Hä, Fluffy, bist du jetzt behindert? Was? Pat, wach auf. Ich bin es, Lord Kumari. Hörst du mich? Ah, geht. Die Lebewesen der Welt warten sehnsüchtig auf dein Erwachen. Hör mir gut zu. Ich bin Ra. Kannst du mich hören? Die Erde weint. Rette diese Erde, wie du mich vor dem Gift gerettet hast. Ich bin es, Liam. Hörst du mich? Die Erde ist auf dem falschen Weg. Die Tiere änderten sich nicht, jedoch die Menschen umso mehr. Du hast mir Mut gemacht. Gib auch dieser Welt neuen Mut. Ich bin Dumba. Der Himmel weint bittere Tränen.
Wir wollen doch nur unsere Bahnen am Himmel ziehen. Hast du alle ihre Stimmen gehört? Du kannst jetzt nicht mehr mit ihnen reden. Doch sie sind bei dir. Pat, erhöre uns. Alle Lebewesen warten darauf, dass du erwachst. Was? Wieso ich? Das ist ja cool. Momentane Alterung. Oh nein, er ist erwacht. Die Vertreter von Licht und Schatten sprachen, als sei er ihr Retter. Der Weise aus Krysta befehligte mich. Töte Pat, wenn er Beruga wiederbelebt hat. Ich war überzeugt davon, dass es dir gelingen würde, Pat. Wenn ich dich vernichte, kann uns nichts mehr aufhalten. Verdammtes Handy. Ragnara wird für die Wiedergeburt der Hölle sorgen. Warte mal. Wer ist Ragnara? Wurde schon mal erwähnt? Weiß ich gar nicht. Ragnara? Genau. Die Menschen nennen ihn den Teufel. Ah, hätte ich mal nicht gefragt. Also Melina, töte ihn. Pat wird nicht den Mut haben, sich zu wehren. Oh, cool, sie geht. Fluffy ist auch weg. Lass uns diesen Ort verlassen. Ja, du kannst wieder reden. Pat, endlich sehe ich dich wieder. Ich habe dich nie vergessen. Doch nie hätte ich gedacht, dass wir uns so wieder treffen. Ich erhielt den Auftrag, eine Person der Oberwelt zu töten. Doch ich wusste nicht, dass du es bist, Pat. Du nutzloses Ding. Genug, ich werde ihn töten. Fluffy, was sagst du da? Du warst so lange mein Gefährte. Pat, du verstehst wohl immer noch nicht. Du wurdest nur benutzt. Nicht mehr als eine Marionette. Verabschiede dich für immer. Ich muss meinen Auftrag ausführen. Nein, musst du nicht. Fluffy löst ein Erdbeben aus. Pat ist bewegungsunfähig. Nein, bin ich nicht. Scheiße, doch bin ich. Dies ist dein Ende. Halte ein! Wir gehören nicht in diese Welt. Unser Tun ist Unrecht. Lass uns wieder in unsere Welt zurückkehren. Pat, rette die Menschen der Oberwelt. Zerstöre das Böse und bewahre die Welt vor ihrem Schicksal. Melina, was tust du? Halt! Ich werde dich immer lieben. Leb wohl. Melina. Melina hat richtig gehandelt. Doch warum musste es so weit kommen? Wäre das alles nie passiert, wenn ich die Truhe nicht geöffnet hätte? Doch es war meine Bestimmung, es zu tun. Ich war nur ein Spielball der dunklen Macht. Doch ich bin ein Wesen aus Fleisch und Blut, mit Empfindungen. Nun werde ich mich gegen die Macht wenden, die mich schuf. Das Böse soll nicht auf Erden regieren. Wow, krasse Wendung. Was ist denn hier passiert? Ich verstehe das alles nicht. Wir sind nur Schachfiguren bei einem Spiel der Mächte. Keine Angst. Wir haben immerhin noch uns. Doch werde ich dir jemals die andere Melina ersetzen? Nein. Wen liebe ich? Unterwelt-Melina oder Oberwelt-Melina? Ich glaube, es ist hier eigentlich völlig egal, was man nimmt. Weil wenn ich die Unterwelt-Melina nehme, dann sagt sie, ah, okay, verstehe. War klar,
Und wenn ich die Oberwelt Melina nehme, dann sagt sie, es ist nett, dass du mich aufheitern willst, aber ich merke, dass dein Herz für sie schlägt, bla bla. Deswegen nehme ich direkt Unterwelt Melina. Lange Zeit lebte ich zusammen mit Melina in Krysta. Viele Erinnerungen an diese Zeit trage ich noch in meinem Herzen. Diese Melina opferte sich, um mich zu retten. Tut mir leid, doch ich kann im Moment an niemand anderen denken. Du hast recht. Tut mir leid. Ja, ich muss dir etwas erzählen. Es gibt hier eine alte Sage. Sie berichtet von einem Helden, der das Böse aus dieser Welt vertreiben wird. Dieser Held bist du. In dieser Truhe sind die Waffen des Helden. Ich glaube, dass Columbo sie auf seiner Reise fand. Er versteckte sie, damit sie nicht in falsche Hände geraten. Die Dorfbewohner waren die Hüter dieser mystischen Truhe, der mystischen Waffe. Deshalb wurde das Dorf zerstört und Columbo gequält. Die Seelen der Dorfbewohner verwandelten sich in Wölfe. Sie haben diese Waffe mit ihrem Leben verteidigt. Nutze sie, Pat. Alles klar, aber will Fluffy mich dann nicht wieder killen? Heureka! Ist der Held endlich aufgetaucht? Das lange Warten hat mich ermüdet. Mein Körper ist schwach. Du brauchst nichts zu sagen. Ich weiß, dass du der wahre Held bist. Pat, dieses Ding wollte dich einmal töten. Nein, das war der andere Fluffy. Ich bin der Fluffy dieser Welt. Hey, keine Zeit für Plaudereien. Mit den Waffen des Helden müssen wir Beruga besiegen. Während wir reden, könnte irgendwo eine Stadt sterben. Okay. Das ist richtig. Wie kommt denn jetzt der Sinneswandel? Aber gut, wenn das zwei Fluffys sind, dann ist es ja logisch. So, Terra-Lanze und Enigma-Panzer. Das ist so wegen Terra-Enigma. Ihr wisst schon, die Signature-Waffen des Spiels. Und die Rüstung halt. Fluffy ist weg und du... Geh nun, bekämpfe die Inkarnation des Bösen. Ich werde hier auf deine Rückkehr warten. Das klingt gut, aber erst möchte ich in die Kiste. Die komischerweise alle Items enthält, die meine alte Kiste auch hatte. Hust, komischer Zufall. Erstmal möchte ich meine Waffe anlegen, gucken, was die an Stärke hat. Ah, die ist so something special. 22 plus, war im Besitz großer Helden, Alter. Hier ist ein Übersetzungsfehler übrigens im Menü. Die heißt hier Elfenbeinlanze. Das finde ich ziemlich interessant, wie das passieren konnte. So, dann haben wir hier Enigma 38 Rüstung. Eine Rüstung für echte Helden. Wow. Jetzt bin ich ja untötbar quasi. Na gut, dann machen wir uns erstmal auf den Weg. So, wir machen uns nicht auf den Weg. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt erstmal nach oben. Aber werde versuchen, dann gleich irgendwo erstmal stehen zu bleiben und kurz die Gedanken zu fassen, weil das ist doch ziemlich viel, was passiert ist. So, wir sind hier in Stockholm, wie man sehen kann. Weil in Krysta können wir ja unmöglich sein. So, Melinas Haus in Stockholm. Fiep-pieps. Huch. Dieser Vogel scheint einen Brief im Schnabel zu haben. Pat liest den Brief. Verdammt. Ich bin Mario und schreibe aus Sibirien. Pat, wusstest du, dass Neo-Tokyo zerstört wurde? Ja, habe ich gesehen. Ein Virus namens Asmodeus, löste die Katastrophe aus. Wir müssen Beruga das Handwerk legen. Oder die Welt geht unter. Lord Kumari hat einige Landsleute um sich versammelt. Wir ziehen zum Laborturm in Ostsibirien, um Beruga zu stoppen. Das sind die mutigen Kämpfer. Feider, die Lady mit dem Schwert. Roy, der frühere Söldner. Und meine Enkelin Mylin. Pat, wenn du diese Zeilen liest, dann eile uns zu Hilfe. Wir treffen dich am Laborturm in Ostsibirien, Mario. Das ist cool. Ich weiß nicht, ob der Vogel uns auch wieder fliegt oder sowas. Ist mir aber auch eigentlich Wayne. Hier möchte ich jetzt trotzdem erstmal ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Haben wir drin auch die Musik? Ja, ne? Ja, okay. Ich dachte gerade, vielleicht ist es ein bisschen lauter so zum Erklären, aber ist ja egal. So, was ist geschehen? Wir sind als kleines Kind wiedergeboren worden, nachdem wir von unserer Lichtseite auf dem Friedhof
getötet wurden. Wir sind dann wiedergeboren worden als kleiner Ark und lagen dann im Bett. In unserem Bett in Stockholm oder so. Jedenfalls lagen wir da halt im Bett drin. Die Stockholm-Melina, also die Oberwelt-Melina, hat sich rührend um uns gekümmert, als sie uns im Wald fand. Scheinbar lagen wir da rum vorher. Und hat uns mit nach Hause genommen. Dann kam Unterwelt-Melina, hatte den Auftrag bekommen vom Weisen, dass sie ein Oberweltskind töten sollte. Warum auch immer sie das gemacht hat. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder machen wollte. Jedenfalls hat sie uns entführt, in den Keller gebracht. Und da gab es dann den Showdown der beiden Melinas. Und als Melina aus der Unterwelt dann gecheckt hat, wen sie eigentlich töten soll, hat Fluffy sich eingemischt und gesagt, gut, wenn du es nicht machst, dann mache ich es eben selbst. Weil sie wollte uns ja dann halt nicht mehr töten. Dann kam allerdings das Gespräch mit Lord Kumari und den ganzen Leuten, die uns wiedergeboren sehen wollen. Und daraufhin sind wir dann wieder zu alter Größe, wie wir hier sehen können. Und dann dachte sich Melina so, nö, mache ich überhaupt nicht mehr, überhaupt auf keinen Fall. Weil die wollte uns zwar wiedersehen, aber nicht unter diesen Umständen. Und hätte sie vorher gewusst, dass wir das Baby waren, hätte sie überhaupt gar nicht ja gesagt. Warum auch immer sie ja gesagt hat, jemanden zu töten. Aber gut, das ist ja ihr Problem. Jedenfalls sagte Fluffy dann, dass sie nichtsnutz sei und dass er es dann selbst in die Hand nimmt. Wollte uns dann töten und Melina hat uns dann gerettet, indem sie sich geopfert hat. So, das bedeutet, sie hat den Dunkelheits-Fluffy, also den Fluffy, der von Anfang an mit uns unterwegs war, hat sich ihm in den Weg gestellt und sich geopfert dafür, dass wir gerettet und die Oberwelt retten können. Als das dann erledigt war, haben wir dann einen neuen Fluffy kennengelernt. Wahrscheinlich den Fluffy der Oberwelt, nehme ich mal stark an. Und der ist dann wieder dafür, Gutes zu tun. Oder so. Jedenfalls haben wir dann die neuen Waffen bekommen und machen uns jetzt mit dem auf die Reise. Warum die andere Melina gefragt hat, ob wir in sie verknallt seien, verstehe ich immer noch nicht, weil das ist der unpassendste Zeitpunkt ever. So, nachdem die Freundin mal eben gestorben ist, so, hey, die ist jetzt weg, willst du mich? Nee. Na gut, aber das ist so ein Ding von ihr. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat. So, jetzt muss ich gerade kurz überlegen, ob ich alles soweit sortiert habe. Fluffy ist böse gewesen, ist jetzt weg. Jetzt haben wir einen neuen Fluffy, der ist gut. Dieser Geist, dieser Schatten, nee, der Licht-Arc, also der Hauptprotagonist heißt eigentlich Arc, deswegen nenne ich den jetzt mal so. Der Licht-Arc hat uns getötet und wir sind jetzt, was sind wir jetzt? Wir sind immer noch der Schatten-Arc wahrscheinlich, sind dann wiedergeboren und wollen uns jetzt gegen die böse Macht stellen, die uns erschaffen hat. Jedenfalls sagte Pat das so in dieser einen Cutscene unten. Und das bedeutet, wir werden jetzt das ganze Böse alles ausradieren. Dazu gehören Beruga und Ragnara, was wir jetzt kennengelernt haben. Das soll wohl der Teufel höchst selbst sein, der uns auch erschaffen hat. Das ist tatsächlich interessant. Finde ich wirklich interessant. Ich persönlich würde mal sagen, das werden wir die nächsten Parts auf jeden Fall noch weiter beleuchten und ja, ihr könnt auf jeden Fall auch gerne wilde Theorien in die Kommis schreiben. Ich lese mir alles durch, versprochen. Das wird auf jeden Fall interessant, da mal ein bisschen zu drüber diskutieren. Drüber zu diskutieren. Genau so war es richtig. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Cutscene, ziemlich viel Mindfuck, aber dürfte eigentlich doch verständlich gewesen sein. Ich hoffe, man sieht sich morgen wieder. Macht's gut bis dahin und tschüss.